Hans und ich sagen guten Tag und wir sind hier wieder bei Blank Mesa und ich werde direkt mal runtergehen. Oder wie siehst du das, Hans? Ja, guckst hier die Lichter an, ne? Die sind schon interessant. Ich glaube nicht, dass du hinterherkommen kannst, aber du sicherst hier oben einfach ab und ich gehe runter. Hätte mich echt gewundert, wenn der jetzt mit runtergegangen wäre. Das ist halt die Logik, ne? Also, NPCs können nicht springen. Oh nein, geh weg. Wenn du da reinspringst, ist der Spaß vorbei. Ich will nicht wissen, was ich hier alles... Nein, du blödes Mistvieh. Du bist ein richtig Scheißvieh. So, wie mache ich das jetzt am besten? Du bist ein... Du dummes Kackvieh, was springst du da rein? Ich dachte, es kommt nur eins. Stattdessen kommen zwei oder vier oder fünf. Ach ja, und das erinnert doch ein bisschen an Anfang, wo wir nur eine Pistole hatten, hier noch schön gekämpft, oh, hier noch schön gekämpft haben gegen solche kleinen Headcrabs. Da war es noch angenehm, da hat es noch Spaß gemacht, das Let's Play. Jetzt ist es wirklich echt mühsam, muss ich sagen. Also ich bekomme von einer Stelle aufs andere aufs Maul, ne? Anscheinend, also natürlich macht mir das Let's Play immer noch Spaß, das war ein kleiner Scherz eben. Nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt hier gezwungen irgendwie vom Manuel. Ja, okay, vielleicht. Hier was zu machen. Nee, nee, so ist es eigentlich nicht. Ich bin gerne dabei. Nur, dass die Gegner mir richtig auf die Eier gehen. Aber deswegen habe ich jetzt auch fette Waffen. Übrigens ist der Polizist ja nicht mehr da, was bedeutet, wir werden bestimmt mal diese fetten Käfer hier austesten. Also fett sind sie nicht, aber die sind schon ein bisschen hässlich. Ach ja, das erinnert echt ein bisschen an Anfang. Gute Zeiten waren das, gute Zeiten. Ach ja, da liegt auch noch ein Polizist mit einer Headcrab-Mütze. Die hat er sich bei eBay gekauft oder so. Guck mal. Ist die Mütze nicht schön? Der Kiefer ein bisschen weiter nach unten. Das sieht so echt aus. Jetzt wäre der tot, der Mensch. Aber nee, der schläft nur eine Runde. Keine Angst, liebe YouTuber, ihm geht's gut. Ich könnte jetzt hier runtergehen oder ich schaue einfach mal hier rüber. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Also werden wir jetzt einfach mal hier ins Wasser gehen. Irgendwie habe ich Angst, dass hier... Oh mein Gott, ich wollte schon sagen, dass hier so ein fettes Vieh rumschwimmt. Wo ist der hin? Boah, man sieht hier gar nichts im Wasser. Ist das scheiße dunkel. Und ich wollte noch eben erwähnen, ich habe Angst, dass sich irgendwelche Fische hier drin befinden. Und zack, ist er da. Das war natürlich nicht nett, Fischi. Aber naja, ich verzeih dir. Ich höre schon wieder Leute. Wie sieht's hier aus? Ah, hier kann ich gar nicht hoch. Also ich muss wirklich hier hin. Oh Gott, ist das dunkel. Ich muss wirklich hier so durch. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht von dem Teil mitgenommen werden. Perfekt. Aua! Ah! Oho. Geht es auch irgendwann wieder aus? Sagen wir gehen mal lieber hier unten lang. Hey, der will da nicht hoch. Ach so. Guten Tag, guten Tag. Warte, geht's hier eigentlich noch? Okay, da geht's auch noch weiter, aber ich schaue erst mal hier rein. Denn hier gibt's anscheinend ziemlich gute Verpflegung, habe ich gehört. Also das ist eine schöne Raststätte hier. Gibt es ein bisschen Leben, ein bisschen Energie für den Anzug, damit man frisch in den Tag starten kann. Bei so einem normalen Tag von Gordon Freeman, da ist es schon wichtig, dass man ein ausgewogenes Frühstück hat. Gesponsert bei HEV. Was nicht zu verwechseln mit HIV ist, aber HEV, sicher, Leute, mit E. Nicht HIV, also Gordon hat jetzt nicht hier HIV oder so, ist nicht positiv, nein. Er hat vielleicht Krebs oder so, weil er hier durch die ganzen Abgase und so immer schwimmt und alles mögliche, aber nee,
Sonst hat er nichts. Sonst ist er kerngesund. Und da sind wir schon durch. Ich höre jemanden. Hallo? Das ist echt mies. Das ist richtig mies. Wie soll ich da jetzt hochkommen ohne... Das Wasser spiegelt sehr schön, muss ich sagen. Also das gefällt mir. Hey! Links war doch noch einer, oder? Warte, ist hier noch irgendwo ein Geschütz? Nee. Perfekt. Habe ich gut gemacht bisher. Ah ne, da war gar keiner mehr. Die waren wirklich nur zu zweit. Ich dachte eigentlich, ihr wollt alle abhauen. Auf einmal seid ihr doch noch hier. Boah, ich dachte eben, hier geht irgendeine Tür auf oder so. Boah, habe ich mich hier erschrocken. Anscheinend muss ich einfach nur hier drüber. Aber das spielt eh keine Rolle mehr. So. Es hat sowas ein bisschen von Jump'n'Run-Abenteuer. Macht auf jeden Fall Spaß, hier rumzuklettern. Und jetzt bin ich wieder richtig vollgeladen. 93 Leben und 100 Energie für meinen Anzug. Das sagt auch die nette Dame aus dem Anzug. Sagt mir das vor. Ja, und jetzt? Gute Frau. Ah, okay. Ja, ja. Oh. Ups, jetzt habe ich es kaputt getreten. Ja, gut, dass ich nochmal hier hinten war. Und ich sehe, oh mein Gott, wir gehen schon wieder an die Oberfläche. Wir waren doch eben erst in der Kanalisation. Da war es doch viel schöner als draußen. Draußen ist immer so viel los. Da gibt es so viele Aliens und so viele Menschen. Hallo? Oh nein, die Musik. Das war übrigens ein Alienschiff eben. Was man auch hier hört. Nein. Hier wird nochmal heftig, deftig alles getankt. Von Raketenwerfern und so. Also ich denke, hier wird etwas Größeres auf uns zukommen. Und ich hoffe, es ist nicht schon wieder ein Helikopter. Denn ich krieg langsam Aggression von dem. Und hier ist irgendwas eingeschlagen. Also den hat es ziemlich zerrissen. Guck mal hier. Knochen. Ach, da liegt der Arm. Guck mal, kann man puzzeln. Hier, ich habe den Arm gefunden. Den anderen. In 3 Wochen habe ich dich wieder zusammengeklebt. Aber hat es auf jeden Fall gegen 2 Leute geschafft. Oder auf jeden Fall hat er Hilfe gehabt, nehme ich mal an. Die Musik hat sowas Jazziges. Das könnte so... Das wird der neue Pop-Hit. Ja, aber ich frage mich gerade, wo es hier weitergeht. Ah, höchstens. Ne, hier oben drauf geht es nicht weiter. Ja, ne, hier ist alles cool. Achso, okay, ich muss auch hier raus. Och nein. Hier geht's so richtig ab anscheinend in der Luft und hier geht's auch schon ab. Oh, die hauen mir so viel rein. Was war das denn? What the fuck? Oh Gott, ein Panzer. Friede! Hey, warum hält der so viel aus? Ach so. Ah, die Waffe haben wir noch auf 100. Dann spielen wir doch mal eine Runde mit der. Ich tank noch mal schnell hier meine Raketenwerfer zusammen. Speicher direkt wieder ab. Und... ja, dann... Aber... Warte, du... Kleiner Bengel, du. Von der Seite. Ich wollte gerade was sagen. Nicht sehr höflich. Hier übrigens immer wieder Werbung von Half-Life-Zeichen hier.
Oh. Okay, hier kann ich auch nichts aufmachen oder so. Security. Warum können wir da nicht einfach einsteigen und losfahren? Stecken doch bestimmt auch die Schlüssel. Hier ist der kaputte Panzer. Richtig gut von uns gemacht, muss ich sagen, diesmal. Oder von mir. Immerhin spiele ich ja. So, dann gehe ich einfach mal hier rein. Wieder in Half-Life-Zeit. Warte, hier kann man doch durchschauen, oder? Ach ne, das war nur doch so leicht, aber man sieht nichts. Haha! Haha! Da hat sie ihn zerfressen. Oh. Wo sind die hin? Naja, egal, aber. Okay, ich will nicht wissen, was da eben passiert ist. Auf jeden Fall hat es einen Bösen erwischt und das freut mich natürlich. Ah, hier unten haben wir auch wieder Energie bekommen für unsere Waffe. Jetzt haben wir auch wieder 96 Schuss. Wobei wir davor, glaube ich, auch 80 oder so hatten. Boah. So, wir wollen das mal nicht weiter stören. Falls jemand hinter uns kommt, den erwischt es halt. Müssen wir erstmal alles kaputt machen hier, alles. So. Ah, fahr mal hier mal eine Runde mit dem Fahrstuhl hoch. Oh, oder runter. Ich war sicher, ich hätte nach oben gedrückt, aber anscheinend fahren wir runter. Übrigens sind wir auch nicht mehr draußen, also ich kann mich gar nicht mehr beklagen. Wir sind jetzt wirklich im Haus. Oh Gott, und hier ist wieder... Also, nicht, dass ihr denkt, jetzt ist es irgendwie schlechte Qualität oder so. Nein, das ist wirklich so scheiße krisselig hier, weil es einfach uns anzeigt, dass es so fett hart radioaktiv ist. Die Frage ist... Oh! So, perfekt gemacht. Aber das geht immer noch nicht weg. Hier oben ist noch ein bisschen. Ich habe schon wieder jemanden gehört, aber ich spiele jetzt weiter mit der Waffe. Weil die einfach richtig geil ist. Bam! Und da wollte er uns mit einem brennenden Fass erwischen. Ich glaub's ja gar nicht. Ich kann's ja gar nicht fassen. Sind die so hinterlistig hier. Aber mit der Waffe kommen wir ganz gut hier durch. Da haben wir gleich die ganze Tür dreckig gemacht. Okay, da drin geht's auch ab. Okay, nein, da schaue ich erstmal nicht rein. Hm. Die machen das schon, die machen das schon. Okay, jetzt können wir mal schauen. Guten Tag! Oh. Ach du Heilige. Bam! Perfekt gemacht. So, haben sich erstmal gegenseitig eliminiert. Und der Mensch hat anscheinend überlebt bei dem Fight. Okay, die hatten auch einen dicken, fetten Panzer. Sind anscheinend in der Überzahl. Was eine Schlacht. Also hier geht's ja ab, egal in welcher Ecke. Also jetzt herrscht hier wirklich voll Kriegszeit. Die Aliens sind anscheinend richtig gut eingetroffen jetzt. Was liegt da denn? Oh, guck mal, ein Auge. Das ist ja wie Beyblade. Erinnert mich so an die gute alte Zeit als kleines Kind. Aber irgendwie ist es schon eklig. Ich sollte mal weitergehen. So, die Waffe behalte ich auf jeden Fall noch, bis es so bei 40 ist. Denn ganz leer will ich sie nicht machen, aber man kann ruhig mal mit so einer geilen Waffe spielen.
Übrigens könnte ich auch mal die... Die hole ich aber erst raus, wenn die Waffe zu Ende ist, also... Habe ich auf jeden Fall noch Zeit. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt weiter müssen. Also ich schaue einfach mal hier runter, anscheinend müssen wir hier rein. Ah ja, da vorne steht ja... Oh Gott. Guten Tag. Blöde Kackdinger. Ja, was machst du jetzt, wenn ich auf einmal hier bin, ne? Achso, du stehst da einfach für immer. Aber das haben wir gut hinbekommen, muss ich echt sagen. Ich speichere gerade hier. Aua! So, entspann dich mal ein bisschen. Kann ich eigentlich eins davon? Nee, natürlich kann ich das nicht aufstellen. Also die Waffe, finde ich, ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Die gefällt mir einfach richtig gut. Kann schön aufgeladen werden, kann große Gegner zerstören. Und ist auch gut für solche wie Soldaten, die gehen richtig schnell tot damit. Hallo? Hallo? Okay. Da drin ist irgendwas, aber ich komme nicht rein. Den Wagen kann ich auch nicht. Ach so, okay, ich kann mich hier so runterfahren lassen. Aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall noch runterfahren, bevor wir die Aufnahme beenden. Weil irgendwas Spannendes muss ja jetzt nochmal zum Schluss kommen. Hier schaue ich nochmal gerade rein. Hier hat es auch wieder schon wieder einen Polizisten erwischt. Hat einen schönen Kopf, muss ich sagen. Schöner Helm. Ob es den auch in grün gibt, dann nehme ich ihn. Aber ich sehe schon, hier muss man wieder den Strom anschalten, damit man überhaupt da runterfahren kann. Lambda. Reaction Complex. Ach nee, Reactor Complex, okay. Dann erinnert auch wieder so an Anfang. Also so ein bisschen erinnert es jetzt wieder an Anfang. So einige Stellen, aber vielleicht sind es auch schon Halluzinationen oder so, weil ich mir einfach wieder wünsche, vielleicht am Anfang, wo noch nicht so viele Viecher da waren, zu spielen. Aber wir fahren jetzt direkt runter ins Böse. Erinnert echt so ein bisschen an Anfang. Da unten schwimmt doch irgendwas, oder? Oh nein, ich muss wieder nach oben schauen. Ich verstecke mich mal hier hinter dem Auto. Ich glaube, das bleibt nicht so einfach. Es ist zu ruhig. Oben oder unten? Oben oder da? Ah, ich bin mir nicht sicher. Woher kommen die Gegner? Oben oder unten? Ah, okay, da unten ist was. Hey, es war echt eine friedliche Fahrt, das hätte ich nicht gedacht. Echt eine nette Fahrt, also das können wir ruhig öfters machen. Jetzt sind wir unten. Und dann schauen wir uns nochmal schnell hier um. Oh Gott. Was? Warum habe ich die jetzt erst getroffen? What the fuck? So, auf einmal taucht einfach vor mir eins auf. Okay, ich habe es erwischt. So.
Dann haben wir die jetzt auch nochmal schnell abgeräumt. Hier geht's nicht runter, oder ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir laden uns nochmal schnell auf, bevor wir hier weitergehen. Blödes Kackvieh, ich steche dir die Augen aus. So. Was ab? Oh, sorry, das muss jetzt nicht sein. Ich hatte gerade das Gefühl, irgendwie zu schreien. Und ich würde sagen, ehe wir jetzt hier wirklich reingehen. Aber es kommt, wir gehen noch rein. Okay, jetzt ist aber wirklich, ich werde hier runter müssen. Und das machen wir aber erst in der letzten Folge, in der letzten Folge. Nein, ich bin mir noch nicht sicher, ob das die letzte Folge ist. Ich glaube, es wird noch ein bisschen gehen. Aber wir machen es auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn jetzt haben wir, glaube ich, schon 20 locker überschritten. Ich glaube, wir sind jetzt schon mittlerweile bei 24 oder 25 und wir wollen ja nicht die 30-Minuten-Marke erreichen oder so. Das kann man vielleicht am Ende machen oder ich weiß ja nicht mal, wie lange das noch gehen wird. Aber, warte, ich will mir gerade noch darunter das Zeug holen. So. Mich interessiert schon, wie es weitergeht, aber nein, ehe wir in diese Tür gehen. Also was dahinter lauert und was ich hier mit diesem Waschmittel mache, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.